Kaufst du dir eine PlayStation 4 oder eine Xbox 720? Xbox nicht, weil ich nicht so auf Xbox stehe. Das habe ich vorhin auch bei dir noch geantwortet auf deinen Tweet, dass ich finde, dass die Spiele, die auf Xbox interessant sind, eigentlich besser auf dem PC sind. Und das hast du geschrieben? Ich habe dazu was gelesen, aber nicht das. Ich habe zwei Sachen geschrieben. Einmal, dass ich nicht aus Prinzip favor und dass ich das, was ich jetzt gesagt habe. Okay. Ja, auf jeden Fall. Eine PS4 werde ich mir wahrscheinlich holen, vor allem auch wegen Final Fantasy und so. Ich weiß nicht, ob ich sie mir direkt hole. Das neue Assassin's Creed soll ja auch noch für PS3 rauskommen. Das 4 stand zumindest im Outro. Way before PS3, 4 und so. Black. Ja. Wo holst du denn der PS4? Ich werde mir beide holen. Beide? Ja. Oder ich werde mir beide sponsern lassen. Noch besser. That's how you roll. Das ist doch geil. Ich weiß ja nicht, ich schätze mal, Sony wird einen bis dahin noch angeschrieben haben. Oh, yes. Ich gehe jetzt mal große von aus, Töne, wenn ich dann... Wenn das Sony hier hört. Ja. Genau, die hören das jetzt. Ja, ihr könnt mich gerne anschreiben. Macht das dann. Krypto-Schild, nice. Schilder sind immer geil. Zu Sony habe ich jetzt gar keinen Kontakt. Nicht, dass ich wüsste. Ja, ich weiß auch nicht. Warte mal, Xbox ist doch Microsoft. Ja, nee, Xbox zu Microsoft auch nicht. Doch. Xbox ist Microsoft. Ja, nein, damit wollen wir sagen, dass ich mit denen auch gar nichts am Hut habe. Ach so. Ja, aber kommt vielleicht noch. Ja, schätze mal, dass die auch, die geben ja einen gewissen Betrag für Werbung aus und das zählt dazu. Also das, die PR-Manager werden sich auch, denke ich, einige YouTuber raussuchen, ja, die sie dann anschreiben und sagen, ja, hier... Ja, vor allem so Leute wie Gronkh dann erstmal. Ja, klar. Und dann, ja, weil, kommt glaube ich auf die in Politik an oder ob die da, ja doch, ich meine, die packen jetzt auch Social-Scheiße rein. In die PS4. Das klingt doch alles schon so nach Let's Plays. Ja, stimmt wohl. Boah, aber das, ich finde die Update, generell kann man ja PS4 auch jetzt reden, finde ich richtig, richtig enttäuschend. Also, was denn? Die Updates, die bei der PS4 sind, das ist jetzt für mich, spiegelt die PS4 die typische momentane Generation, Facebook-Generation wieder, die einfach alles teilen muss. Man kann nichts mehr spielen. Aha, ich bin kacken. Ja, jeder Screenshot muss jetzt hochladen. Ich kenne das selber, dass man manchmal irgendwas teilen will, wenn man eine richtig geile Aktion hat oder so. Aber generell wird das wieder aus... Gut, man muss sich das ja nicht antun, etc. Aber darauf ist ja abgezielt, dass so Leute wie die Facebook alles voll spammen, jetzt auch da alles voll spammen, damit das immer oben bleibt. Immer ja. Im Gespräch etc. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Der Share-Knopf war echt ein Witz. Fand ich auch echt lächerlich, dass man... Ich meine, die Grundidee, dass man zum Beispiel dann sagt, hier, ich gehe jetzt da in dieses Menü und dann darfst du eine Runde spielen, von deiner PS4 auf meine PS4, um mir was zu zeigen. Das klingt eigentlich ganz nett. Das finde ich einerseits nett, andererseits bin ich auf die Umsetzung gespannt, weil ich hoffe, dass man so keine Achievements freischalten kann. Nicht, dass Achievements jetzt sonderlich viel wert sind. Ach so. Aber man könnte sich da, wenn die da nicht drauf passen, einiges erschleichen. Oder ich bin online im Spiel. Ja. Nehmen wir an. Würden wir annehmen. Keine Ahnung, Diablo kommt ja für die PS4 raus. Diablo 3. Ich habe keine Ahnung. Ja, oder von dem Spiel. Also irgendwelche Spiele, wo Tastenkombinationen machen muss. Ist ja auf jeden Fall. Ich kann es nicht gut und du kannst es gut. Und es geht vielleicht auch um irgendwas, so wie in WoW Arena, was gewertet ist. Lass ich dich zocken, du machst mir das. Ja. Der andere verliert hoch, Haus hoch. Ja, bei Online-Spielen wird das wohl nicht gehen. Und wenn, ist ja egal. Der könnte ja auch so zu denen kommen und den Char spielen. Also das. Ja, aber nicht so unbedingt wie. Ja, schon klar. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann Leute gibt, die irgendwie ein Programm schreiben, der dann praktisch sich auf deine Konsole hackt und dazu spielt, wie das Programm das will. Weißt du, sodass du einen Bot laufen lassen kannst, sozusagen. Das scheint irgendwie dann... Würde für mich logisch klingen, wenn das dann einfacher wäre. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich find's eher dumm, dass da eine Kamera drin ist.
dass sie jetzt alle echt alles, was rauskommt heutzutage, immer direkt mit einer scheiß Kamera drin ja, sein. Ja, das Problem muss. Ist ja, sie. Was. Gehen wir mal anders ran. Was würdest du dir als Verbraucher wünschen von der PS4? Ich habe mir ja schon, bevor das Ganze announced wurde, habe ich mir schon Gedanken gemacht, weil ich so gedacht habe, scheiße, hoffentlich kommt keine PS4 raus, damit nicht wieder das ganze Geld loswerden, losgeht etc. Was wollen die überhaupt in der PS4 bringen, was, dass du sagst, wow, das ist ein Update? Oculus Rift. Ja gut. Aber das kannst du ja auch... Ja, okay. Aber ansonsten, das ist ja jetzt extra auf ein bestimmtes. 3D ist noch nicht so weit. Ja, das stimmt. Da müssen wir noch bis zur nächsten Konsole warten. Dann ist aber 3D, denke ich, auch ohne Brille und allem machbar. Also Sony braucht ja, hat ja bis jetzt immer 7 Jahre für eine Konsole gebraucht. Nochmal 7 Jahre sollte das mit 3D drin sein, denke ich auch. Aber was wollen die reinbringen? Ist... Gut, die machen natürlich die Leistung etc. besser. Das ist aber nichts, was sich flächt. Das ist mit jedem PC genauso. Das ist keine Neuerung, das ist einfach nur eine Verbesserung. Was war denn bei der PS3 besser? Die Grafik. Von der PS2. Und, das war ja, toll. HD. Ja. Ja gut, das war auch nur eine Verbesserung, aber es war wirklich ein Sprung von... Achso, ja, von das war wirklich SD ein Sprung. Auf HD zum Beispiel. Das ja, war wirklich, klar. Das hat dich gefickt. Und was wollen sie bei der PS4 machen? Die PS3 ja. hat... Ja, besonders... Eine nein, nein, die Grafik. Hat nur Scheiße, aber die haben alles so optimiert, dass die Grafik ganz okay ist. Das Problem ist eben, dass die PCs alle 10-mal stärker sind als die neue Konsolengeneration. Ja gut, das wird immer wahrscheinlich so sein. Gar kein das wird immer so bleiben. Ne, aber so krass wie jetzt war es echt noch nie. Das war ja, die waren sich ja ebenbürtig schon im Prinzip, oder nicht, als vor 7 Jahren die Konsolen rauskamen. Da haben die Konsolen noch einen richtigen Sinn gehabt. Aber heutzutage, ich will gar nicht wissen, wie das in 7 Jahren ist. Wenn dann nochmal, wenn dann die PS5 rauskommt, wie stark denn die Rechner halt sind und wie schwach die PS4 ist. Ja, ich weiß nicht, ob sich da irgendwann da mal was stagniert oder so, aber das ist ja normal, dass die Leistung immer stärker wird. Das ist... War ja... Ja, aber es steigt schneller an beim PC, meine ich. Ja, das stimmt. Das, was ich mir erhoffe und was auch so sein wird, also ist im Prinzip schon, ist ja fest, steht ja fest, dadurch, dass die jetzt alles komplett optimiert haben für PC, diese ganze Architektur in der PS4 und in der Xbox werden ja auf PC-Technik beruhen, wie scheint. Und vorher war es ja so, dass bei der PS3, wenn du ein PS3-Spiel entwickeln wolltest, haben die das meistens so gemacht, dass sie die Xbox-Version genommen haben und einfach umgeschrieben haben für die PS3-Version. Okay. Weil die PS3 so inkompatibel und schwer war zu programmieren. Du konntest im Prinzip gar nichts portieren. Und dadurch, dass... dadurch sind ja dann auch voll oft ganz, ganz viele Spiele rausgekommen, die für den PC total scheiße aussahen oder allgemein wie behindert waren, dadurch, dass man das eben von der Konsole auf den PC portiert hat. Und jetzt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die ganzen Spieleentwickler hingehen und alles für den PC entwickeln und das dann auf die Konsole draufpacken. Ja, wäre auch somit eigentlich cleverer. Somit werden die Spiele, ja klar, somit werden die Spiele vermutlich auch 100-mal besser optimiert sein für PC. Also das wird der PC-Branche, denke ich, auch einiges bringen. Ja, klar. Verstehe ich zwar nicht, warum sie es nicht von Anfang an so gemacht haben. Downgraden kannst du immer leichter als upgraden. Verstehe auch nicht. Ich glaube, die wollten eine einzigartige Technik drin haben, die sich von den anderen Sachen abhebt. Und deswegen hatten die halt die eigene interne Sony-Technologie da drin, die nichts mit den PC-Sachen zu tun hat, so nach dem Motto. Aber die Entwickler haben sich halt immer beschwert, dass das so scheiße schwer ist. Ja, verständlich. Mir fehlen ein, zwei Items. Normalerweise habe ich immer so eine Robe, die mir 50% meines Manas zurückgibt. Alter, sei mal froh, dass die Fotze nicht die ganze Zeit stirbt. So wie meine anderen Charaktere gerade. Ja. Scheiße. Toll, weißt du, nur sie lebt. Obwohl, ne, er lebt ja auch noch. Aber ihr geht's am besten. Ich weiß nicht, ob ich eine Wiederblinkungszauber habe. Ich glaube nicht. Nee, scheiße. Ja, da hat es bei der letzten Aufnahme mehr Glück. Bestimmt. Ja, ich hasse es, Heilsirup für Deka oder so zu benutzen. Warum? Weil das ja auch die Mana voll macht und da
Da hab ich lieber einen anderen, der nur so HP dazu gibt.